Sonntag, 15.30 Uhr. Voith Arena, Showdown, FCH gegen den HSV. Wir haben es uns verdient, dass wir hier stehen, wo wir sind, dass wir die Möglichkeit haben, mit einem Sieg gegen HSV und ihn vorbeizuziehen. Jeder in der Mannschaft hat Bock auf das Spiel, wir freuen uns darauf. Ich denke, wir wollen es offensiv angehen, wir haben nicht viel zu verlieren und am Ende auf jeden Fall ein Tor mehr schießen als der HSV. Kapitel 1. Auswärtssieg in Hamburg. Wir haben jetzt ein Halbfinale. Ja, wir haben schon im Viertel gesagt, das ist für uns wie ein Viertelfinale. Wir wollten das Spiel gewinnen, um sicher ein Halbfinale zu haben. Jetzt ist ein Punkt geworden und durch das Unentschieden von HSV ist trotzdem ein Halbfinale. Und ein Halbfinale, diesmal ist klar, das muss man gewinnen, da reicht kein Punkt. Und wir haben gezeigt, gerade zu Hause in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren, dass wir jeden Gegner auch schlagen können. Und wir hoffen natürlich, dass wir am Sonntag diesen Tag erwischen, wo uns das wieder gelingen wird. Kapitel 2. Vorbereitung auf das Rückspiel. Ich freue mich einfach drauf auf diese Spiele, weil das ist genau das, was man am Ende der Saison haben will. Spannung pur, ja, dass es um alles geht, dass wir sehr viel erreichen können und auch wollen. Und das wird jetzt in Heidenheim auf uns zukommen. Power, Dynamik, Zweikampfstärke, Robustheit, ja, das sind genau diese Fragmente, die Heidenheim immer wieder dazu hinführen, dass sie jetzt über Jahre in der Spitzengruppe mit dabei sind. Und auch im Winter habe ich im Übrigen gesagt, dass man Heidenheim auf dem Zettel haben sollte. Es steht das letzte Kapitel im direkten Duell mit dem HSV vor der Tür. Für wen die Geschichte am Ende ein Happy End hat und wer den Showdown für sich entscheiden kann, erfahren wir morgen um 15.30 Uhr, wenn es in der Voith Arena heißt FCH gegen den HSV.